Moin moin ihr Lieben, und zwar ist jetzt das wunderschön erwartete Video jetzt da. Was ist mit meinem Inventar passiert? Viele Fragen, überall wird gefragt, Striker, wo ist deine Dragon Lore? Striker, wo ist deine Hole? Leute, es geht darum, ich habe das im Livestream, habe ich das verkündet und habe das auch angemerkt, dass bei mir halt schwere Zeiten sind durch meine Krankmeldung. Da ich da halt auch ziemlich viel Kranken- oder beziehungsweise, was heißt ziemlich viel, also dass ich halt Krankengeld beantrage und habe natürlich auch einen Alltag zu regeln. Viele Leute können das vielleicht jetzt auch nicht nachvollziehen, viele Leute aber dann schon. Und was ist mit dem Inventar passiert? Ich habe das Inventar komplett verkauft. Und zwar dadurch, dass ich private Probleme hatte und über meine Dispo-Grenze hinausgekommen bin und da halt auch wirklich wirklich Probleme hatte, meine Rechnung zu bezahlen und ohne dass ich jetzt in Schwierigkeiten komme, habe ich kurz oder knapp gesagt, verkaufe ich das Inventar. Habe ich damals gesagt, dass ich niemals das Inventar verkaufen würde, wenn es nicht unbedingt ernst wäre. In diesem Fall war es ernst. Und dementsprechend wollte ich euch oder beziehungsweise habe ich euch auch im Livestream erzählt, was los ist und was passiert ist. So, was ist jetzt allgemein mit den Skins passiert? Ich habe das komplette Inventar verkauft. Dieses Knife, was hier ist, das habe ich zurückgekriegt von Scout. Das ist Scout sein Knife. Das Karambit von Giorgio ist leider auch weg, ist mit drauf gegangen, weil ich einfach jeden Cent gebraucht habe. Ich habe sogar Giorgio das selber gesagt, er hat auch im Livestream darauf geantwortet, das blende ich einmal ganz kurz ein. Der Striker haut hier 39 Viewer rüber, vielen, vielen Dank Striker, Dankeschön für deinen Support. Wie geht's dir, mein Freund? Ich habe gehört, du hast das Live, was ich dir donatet habe, verkauft, weil du Probleme hattest oder so. Digga, ist überhaupt kein Problem. Und dafür ist es doch da. Zusätzlich ist es jetzt so, dass ich jetzt nur noch das Knife, was als Giveaway rausging, noch behalten habe, weil das ist jetzt eins der Knives, was der liebe Niklasso gewonnen hat. Der soll sich bitte auch jetzt nochmal melden, ansonsten muss leider in den nächsten paar Tagen rerollt werden. Und das Knife hatten wir von den lieben Kufis bekommen. Das Inventar, was hier jetzt aktuell ist, habe ich mir dann kleiner erstellt sozusagen. Es ist ein gewisser Betrag jetzt dabei rausgekommen. Und den möchte ich aber jetzt nicht unbedingt nennen, weil ein Teil dieses Betrages ging zurück an Twist Awake, weil ich mir auch gesagt habe, komm, es wäre auch gemein gegenüber denjenigen, der mir das halt gespendet hat, irgendwie alles zu verkaufen und dann ist okay. Deswegen hat er einen Teil davon zurückgekriegt, ich habe einen Teil meine Schulden bezahlt, einen Teil habe ich noch so als Bot sozusagen mit aufgenommen. Und ein Teil wird auch wieder weggespendet, da ich jetzt nächsten Monat nach Griechenland fliege. Keine Sorge. Es ist so, dass wir nur den Flug bezahlen. Der Flug ist nicht teuer. Und wir kriegen da die Unterkunft und müssen rein theoretisch für die Leute, die denken, yo, Striker, machst jetzt fett Urlaub. Nein, auch nicht das. Und zwar helfen wir damit. Wir helfen damit und dafür wird es auch Vlogs geben. Beziehungsweise versuche ich gerade irgendwie noch aus dem Stream, sag ich mal, an den Donations noch eine Vlog-Cam zu organisieren, um euch da auch den nötigen Content dann zu bringen, dass ihr wisst, wie es da aussieht, was man da macht, und werden da dann natürlich auch noch den, also das, was botmäßig überbleibt, auch noch spenden. Es ist wirklich alles weg, außer die Hydroponic und diese beiden Knives. Der Rest ist wieder dazugekommen, rein donated worden, und alles, was hier unten ist, ist donated und nochmal für 50 Euro ein Loadout erstellt worden. Ich hoffe, das hat euch jetzt die Fragen auch so allgemein beantwortet, und falls Fragen ankommen, keine Ahnung, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare, Leute. Ihr müsst das Video auch nicht bewerten, weil ja, es hat jeder seine Meinung dazu. Der eine sagt, Striker, warum? Der andere sagt, Striker, hast du genau richtig gemacht. Bitte bedenkt einfach nur, es sind virtuelle Skins. Und ich denke mal, bevor irgendjemand in irgendwelche problematischen Lagen kommt, sind virtuelle Skins, glaube ich, nicht mehr so wertvoll wie das Real Life, ihr Lieben. Bis dato hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag und Abend habt. Und ja, haut rein. Und man sieht sich im Stream, ihr Lieben. Ciao, ciao.